Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario RPG mit mir, DF. Und wir gehen mal diese Maulwurfskinder da retten. Und anscheinend war da auch ein Erwachsener irgendwie dabei, der verschüttet ist. Oh. Aber was kann man denn da machen? Da ist ja alles zu. Die armen Kleinen, hoffentlich sind sie wohl auf. Es ist schrecklich, aber für dich ist das nicht gut, wenn du weiter hier verzweifelst und uns hilft es auch nicht. Und jetzt? Oh, tschüss. Das war ja einfach. Ach, ich kann mir gar nichts ausmalen, wie es hier am ärmsten gehen muss. Hier ist einfach nicht weiter, so erreichen wir die verschütteten Kinder nie. Und schau, da oben ist immer noch der alte Mineneingang, dadurch kämen wir mal problemlos in den Stollen, aber... Na, der liegt viel zu weit oben, da kommen wir nie im Leben hoch. Wenn nur Mario hier wäre, der würde den Eingang sicher mit einem einzigen Satz erreichen. Ja, stimmt, wenn nur Mario hier wäre. Ja, wenn nur Mario. Gütige Grabberkralle. Da steht ja, Mario, wie er lebt und lebt. Das nenne ich mal Glück. Mario, weißt du, was geschehen ist? Ich sag mal keinen Schimmer. Also unsere süße kleine Piff hat sich mit Puff, ihrem kleinen Brüderchen, in die Mine zum Spielen gewagt. Und dann geschah es. Ein Stern fiel vom Himmel, traf den Berg und die beiden Kinder sind nun verschüttet. Nicht nur das, ihr Papa hat sich aufgemacht, sie zu suchen und ist nun ebenfalls tief im Berg verschollen. Mario, hilfst du den Verschütteten? Nö. Na und ab. Bist du gerissen, Mario? Okay, dort oben geht's in den Stollen rein. Los, wir machen einen Retterleiter. Bring einfach auf uns drauf. Los, wir machen eine, ja. Okay. Das klappt ja supi. Okay. Was seid ihr denn für Gestalten? Ein Magmaxi und ein Popom und ein Hothead. Mach lieber mal den Hothead weg. Und dann den Popom. Wieso hast du keine... Wieso hat er keine Waffe? Ausrüstung. Ach, Boxhandschuh, ja, okay. Der wird nur nicht visualisiert, dieser Boxhandschuh, deswegen war ich gerade... Okay, er ist extra stark. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Man muss sich halt dran gewöhnen, wann das Timing ist. Weil die alle neue Waffen haben. Ich wollte eigentlich den Bob-Bomb, aber ja. Gut. Was die auch für Waffen haben. Simpel. Zum Beispiel, ich muss auf doppelte Münzen, verdoppel alles oder verlier alles. Das ist das Wagen, klar. Da ist der Yoshi. Ja, links. Yoshi! Nietepad. Es waren auch nicht viele Münzen, um ehrlich zu sein. Oh, moin, hallo. Was bist du denn? Enigma. Schreib mal das Enigma an. Nehmen. Du Sau. Das ist, glaube ich, schon. Bist du mehrere Fledermäuse oder was? Ja. Mehrere Fledermäuse. Nicht nur eine große. KP voll, wunderherrlich. So, wie viel? Okay, alle sind noch voll genug. So. Ein Cluster. Okay, dann greifen wir den Cluster an. Okay. Was auch immer dieser Cluster war. Komischer Gegner. Da ist das Timing noch nicht, also das habe ich noch nicht ganz raus. Du hast Glück. Also mit dem Muntermacher. Doppelte Münzen, wieso nicht? Das scheint ja erstmal ziemlich einfach zu sein in der Mitte.
Okay, 20 Münzen. Muss ich machen in der Lagerbox. Hinterlegt. Wir erstmal mit der Flamme kämpfen. Ja, hier. Mit dem Hothead. Dass die den nicht übersetzt haben, den Namen. Hitzkopf. Hätte man. Wieso nicht? Mein Hothead hört sich ja auch cool an und so. Cool. Verstehst du? Macht eigentlich keinen Sinn, weil er ist heiß. Hey da, schon gehört, in dieser Mine soll es seltene Items geben. Wenn ich die finde, die verkaufe ich für reichlich Saster im Dorf. Münzen, Segen, ich komme. Ich habe keine Lust. Okay, hier ist er versperrt. Hallo Schild, sagst du mir was? Nein. Okay. Ich hüpfe erstmal. Und so. Start Mario. Was? Schaut mal, der Kerl hat Münzen, köstliche Klaue, geeignete Münzen. Los, plündert ihm die Taschen leer. Der Krokus hier. Bravo, den Schnauzmann lassen wir einfach hier im Dreck liegen. Abflug, Amigos. Okay, dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Mario, Koko hat uns schon wieder überlistet. Somit hat er auch schipitzt. Denken wir den fiesigen und holen wir sie uns wieder zurück. Aber... wie viele Münzen haben wir denn? Alle weg. Aber hier geht's ja auch lang. Man weiß jetzt nicht, welchen Weg man gehen soll. Ich meine, wenn man das Spiel gespielt hat, natürlich weiß man den Weg, aber ich habe das nie gespielt und da sind offensichtlich zwei Wege. Und ich weiß halt nicht, wo lang. Ich hau irgendwie alles One-Hit weg. Ah, nicht alles, aber ich bin trotzdem ziemlich stark. Jetzt könnte man... doppelte Erfahrung, klar. Richtig und... nee. In der Mitte. Und fertig. 8 mehr Erfahrungspunkte. Jetzt könnte man sagen, ich bin überlevelt. Könnte man sagen, weil alles so einfach ist. Aber vielleicht ist das Spiel auch einfach. Das kann es ja auch sein. Und das liegt nicht daran, dass ich zu viel kämpfe. Weil damit muss das Spiel rechnen, mir ganz der Gegner entgegenzusetzen und ich jeden Gegner plätte. Damit muss das Spiel halt wirklich rechnen. Damit, also. Oder die Entwickler. Doppelte Erfahrung, gerne. Yoshi. Links. Die sollen ja. Ich könnte natürlich den Alarmring einsetzen, aber. Wo sind wir denn hier? Hallo Hothead. Der Enigma gefällt mir gar nicht. Oh, der ist ziemlich stark. Ich hau da einfach mal drauf. Vielleicht sollte ich den Hothead zuerst wegmachen, ja. Damit wir einfach einen Gegner weniger haben. Okay, das war ja. Was mit X. Daneben. Ich setze mal den Gedankenleser ein, Donnerschock. Sprung, Vorstift, Schlaf und Stille. Wir haben Sprung. Zusammenbleiben und die Information. Ich rede mit dir links, linkes Ohr. Du hängst schon wieder. Okay. Wir haben ja die Sprungattacke. Eine Sprungattacke. Oder ja, ich habe so den Supersprung. Ist dafür anfällig? Okay. Der gehen wir nehmen. Auseinandergefallen. Und eine Froschmünze. Frosche. Entschuldigung. Wir gehen auf jeden Fall diesen Weg erstmal. Wir machen erstmal die anderen weg. Die können ja
auch, also die sind halt einfach zu besiegen. Und da ist einfach Schaden zu umgehen. Mit dem Kristall, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, außerdem habe ich nicht damit gerechnet, dass da so ein Ditto oder sowas drin ist. Oder so ein kleines Männchen in dem Cluster. Oder habe ich mich verguckt, aber ich dachte, ich hätte da so ein kleines Männchen gesehen. Da, doch, da ist ein kleines Männchen. Und ein Froschgroschen. Entschuldigung. Doppelte Erfahrung, gerne. Yoshi? Das war einfach in der Mitte. Mehr Erfahrungspunkte und Aufstieg für... Bitte mache in der Lagerbox. Aufstieg für Gino. Level 8. Gino Boost. Die Angriffskraft drücke kurz vor Ende A für höhere Abwehrkraft. Gut. Könnte ihn in Magie gehen. Weil das wären 3 Punkte mehr Magiestärke. Ja, ich gehe mal in Magie. Ich weiß halt nicht, wo ich... Ich mache einfach, wie es kommt. Wie ich mich in dem Moment fühle. Da nehme ich den Wert. Also ich habe da nicht irgendwie eine Strategie oder so, sondern ich denke einfach, welcher Wert so am besten ist. Okay. Kriegen wir trotzdem Erfahrungspunkte, auch wenn er sich in die Luft gesprengt hat. Doppelte Münzen. Das waren, glaube ich, nicht mal viele Münzen. Vielleicht. Das waren nicht viele Münzen. Die hätten wir auch ruhig verlieren können. Das wäre nicht so mega schlimm. Ich will nur gucken, ob hier auch geheime Truhen sind. Nur auf den Hothead. Abwehr erhöht. Was zur Hölle? Echoortung. Oh, Stille. Das finde ich nicht gut. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir setzen eh keine Techniken ein. Moin, du. Wie heißt du? Maxi. Genau. Aber erstmal auf den Cluster. Auf den hier. Aber erhöhen. Mario kann mal gerne geheilt werden. Damit ich da keinen Pilz verbrauchen muss. Mist. Also bitte müssen wir so nicht. Dieses Minispiel kommt aber nicht oft. Das ist auch das einzige Minispiel, was ich in dem Spiel kann anscheinend. Weil ich habe ja so viele Minispiele schon verkackt. Weil die sich einfach nicht gut angefühlt haben. Und zum Beispiel das mit den Goomba. Oder auch das Boschi-Rennen oder Yoshi-Rennen. Je nachdem, wie du das so sehen willst. Das Rennen halt gegen Boschi mit Yoshi. Das war richtig schlimm. Das will ich auch nie wieder probieren, weil das, also... Ich glaube, da kann ich gar nicht gewinnen. Okay. Mario, sollten wir mal kurz heilen. Mit dem Pilz. Der heilt aber echt nicht mehr viel. Gut. Doppelte Münzen von mir aus. Doppelte Erfahrung wäre mir natürlich lieber in der Mitte. Müsste ich jetzt nicht vor die Münzen mittlerweile wieder haben? Okay, 164 ist jetzt... Okay, hier ist versperrt. 164 ist jetzt auch nicht so mega viel. Sind wir mal bald fertig? Hier erstmal auf die Cluster.
Vielleicht hätte ich... Okay, der hält ja ganz schön aus. Der hält echt schön, ganz schön aus. Okay, Mario. Danke, Lisa. Eisfrosch, Gift, Schlafstille. 71. Gestern bin ich auf einer sehr spitzen Stein getreten. Das tut immer noch weh. Ich mache erstmal nichts mit Gino. Vielleicht hätte ich heilen sollen. Du kannst einen Supersprung machen. Das ist ja mega cool, dass man, wenn man das richtig timet, so viele Sprünge wie man will machen kann. Gut. Also wenn die Switch Achievements hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eins bekommen. Ins Gesicht, aber egal. Keine Münzen. Egal. Pilz auf Mario. Oh, hallo Hothead. Moin. Ich mache jetzt den Hothead weg. Weil das Enigma ein bisschen länger dauert, bis man es besiegt hat. Level up für Mario. Gut. Level 11. Geh, glaube ich, auf Magie. Gino ist ganz schön am Hinterher hinten. Ist Level 8. Oh, das war, wird wahrscheinlich der Vater sein. Bevor ich dir helfe, gucke ich schon mal, ob wir hier irgendwo geheime Schätze finden. Mario, willst du uns helfen? Das wäre klasse. Nur leider geht es hier vorerst nicht weiter. Papa-Wurf heißt er. Hier müsste erstmal gesprengt werden, und zwar mit irgendeiner Art Bombe. Ob du wohl eine finden könntest? Gesprengt werden, okay. Das ist ein bisschen sehr drastisch, aber naja. Du bist der Bergarbeiter. Du musst es ja wissen. So, wahrscheinlich finden wir die Bombe. Dort, wo, ja, kann ich hier nochmal? Okay, da wird Mario wieder ausgenockt, aber da passiert diesmal nichts. Okay, das sollten wir nicht nochmal machen. Ist auf die Cluster. Auf die Cluster wollte ich, aber ich habe auch so gesehen, Mario. Den Mac Maxi angegriffen. Ich mag die Musik gerne. Also so allgemein, aber auch gerade die wir gehört haben. Aber die wir gerade auch hören, ist eigentlich auch ganz nett. Ich glaube rechts. Ich habe ein bisschen nicht aufgepasst. Aber war schon richtig. Gleich gibt es ein Level-Up für Mellow. Er ist auf den Hothead. Ich hätte auf den Bob-Bomb gehen sollen. Weil Mellow kann ihn, glaube ich, nicht kaputt hauen. Ja. Aber er greift doch nicht an. Das ist gut. Und komisch. Mit Erfahrung gerne. Yoshi. Ich glaube rechts. Und Putt. Das erste Mal, dass ich mich vertan habe. Aber Putt ist auch gut. Weil dann passiert einfach nichts. Bla, Sackgasse, aber so schnell kriegst du mich nicht, Schnauzmeister. Im Münzenklau von Welt hat nämlich immer ein feines Bömmchen dabei. Für jeden Fall der rechte Knall. Was? Der Münzenklau von Welt? Das ist auch ziemlich komisch gesagt.
Okay. Seit wann hat der eigentlich eine Bande, die Sau? Moin. Mario geht diesmal auf den Bob-Bomb. Weil damit er auch besiegt ist. Weil Mello kann gerade so Mag-Maxi besiegen. Level up? Ja, für Mello. Habe ich ja eben gesagt, dass er fast ein Level up hat. Level 11. Ja, dann gehe ich wieder. Ich glaube, ich gehe auf Magie. Bei dem haben wir eigentlich genug momentan. Habe ich so im Gefühl. Ja, machen wir erstmal die Cluster weg. Wer erhöht? Kampfanzeige. Untermacher erhöht die Angriffskraft, ne? Dass wir da so viele schon haben von diesen Untermachern. Ich finde es aber schön. Wurde das erhöht, die Items, die man findet? Oder? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie scheiße das sein muss im Original, wo es diese Truhe nicht gibt. Wenn man zu viele Items hat, dass sie dann da reinkommen. Gab es im Original nicht. In der Mitte. Gab es im Original nicht und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass halt diese Items zu kriegen und dann zu sagen, ach, ja, kann ich nicht tragen. Warte, kann ich hier drauf? Was bringt mir das, wenn ich hier... Warte. Keine Ahnung. Ah, dann sind sie... Haben sie hier aufgesprengt, was wir eben schon mal gesehen haben. Okay, dann hier lang. Moin. Gauntling. Komm, Mello. Okay, die halten nichts aus. Hau drauf. Die hauen eh gerne ab, soweit ich mich erinnern kann. Aber du setzt mal ein Blitzgewitter ein. Das trifft nämlich alle. So. 17 Erfahrungspunkte. Honigsirup. Schiff, das haben wir dir heim. Fokus Kumpane hatten zwar nicht deine Münzen dabei, aber dafür etwas anderes. Blumenkapsel erhalten. Ohne Blumenkapsel gibt BP. AP wollte ich sagen. Wo sind wir denn hier? Moin. Das haben wir daheim. Krokus Kupane hatte zwar nicht deine Münzen dabei, aber das für etwas anderes Blumenkapsel erhalten. Okay, wieder eine Blumenkapsel. Und nächstes Mal lese ich das nicht vor, wenn das nochmal passieren sollte. Also wenn das derselbe Text einfach 1 zu 1 ist. Oh, das ist ja doof. Bitte hau nicht ab. Aber klau mir auch nichts. Neuer Level für Gino. Das ist gut, weil der ist hart am Hinterherhinken. Ja, sein Leben ist eigentlich ganz gut dabei. Ich mach mal. Geh mal auf den Angriff. Schnüpf, schnüpf. Und so weiter. Noch eine Blumenkapsel. Gut. 44. Kann ich hier eigentlich auch da oben? Nee. Oder vielleicht von hier? Oh, moin. War okay. Okay. Vielleicht hier lang?
brauchen dringend eine Bombe. Im Lager sind keine mehr. Hat die etwa irgendeiner geklaut? Ah, deswegen haben die Bomben. Weil sie sie geklaut haben. Okay, jetzt weiß ich nicht so recht. Wieso bin ich gerade gegangen? Ah, moin. Keine Ahnung. Hallo, Coco. Hau drauf erstmal. Ich glaube, Feuer war deine Schwäche. Aber ich guck noch mal mit Gedankenleser. Feuerfrosch gibt Stelle um 572 KP. Boah, ich bin sowas von gut. Okay, das macht kaum Schaden. Feuer, sagst du? Wir machen mal Superfeuerball. Heißt, der Gegner richtige Eindrücke wiederholt A. Okay, dann machen wir das mal. Oh, das sieht ja ganz schön viel besser aus. Die Bälle. Was hast du jetzt geklaut? Du willst deine Sachen wieder haben? Dann musst du mich erst einmal besiegen. Oh, sind wir gerade dabei, aber... Naja. Panwurf. Nochmal so ein Superfeuerball. Autsch, das tut doch weh. Hier, dein blödes Zeug. Ich empfehle mich. Erfahrung 10, Münzen 50. Und eine Blumenbox bekommen. Du hast deine Münze wieder und halt, da ist ja noch was. Mini-Bomb-Bomb erhalten. Erstmal die Blumenbox. Um 5 BP erhöht sich das. Mittlerweile haben wir ziemlich viele Blumenpunkte. 49, ne? Ja, das sind ganz schön viele. Das war's zum Sprengen. Klasse, damit schaffen wir den Schutt im kallen Umdrehen weg. Vorsicht, ja. Los, weiter rein in den Stollen. Bitte, der Stern, der ist ganz sicher auch dort drin. Los, keine Mythika vorschützen. Bitte, ja, hast wohl recht. Ich halte euch sicher nur auf. Gut, dann los, findet meine Kleinen. Vielen Dank, Mario. Ich mache mich besser mal auf den Weg nach Hause und sag meiner Liebsten Bescheid. Wir gehen auch weg. Nein. Wir holen die Kinder. Hier sollen überall Schätze sein, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden. Okay, wo geht's denn hier oben lang? Hallo, Bobbaum. Da habe ich verkackt. Ich kann auch hier oben rüberlaufen. Okay, da ist eine Truhe. Hallo, nein, du machst mal ein Blitzgewitter. Oder Donnerschock? Das ist da ein Gegner unter Strom. Das ist da alle Gegner unter Strom, ja. Dann lieber Blitzgewitter. Damit habe ich jetzt, ja. Nicht ganz gerechnet, dass die überleben. Oh, moin. Gehen wir einfach weiter. Es hat ja viel gebracht. Okay. Da ist eine Lore. Vielleicht ist sie zum später zum Rauskommen. Der Stern war halt voll die Verschwendung. Beziehungsweise ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Weil da nicht eindeutig zu sehen war, wo da die Gegner waren. War ein bisschen doof. Sowohl von mir als auch vom Spiel. Wie viel ist da drinne? Komm mal her, Bob-Bomb. Wieso greife ich dich an? Macht keinen Sinn. Na toll, Wurst. Gut. Bevor da einer explodiert.